A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Riegel und Tenningen. Gefahr durch einen Karton auf der linken Spur. Vorsicht auf der A6 Heilbronn Richtung Nürnberg zwischen Raststätte Hohenlohe Süd und Kupferzell sind Fahrradfahrer auf der Fahrbahn. In den Kreisen Waldshut und Lörrach bitte keine Anhalter mitnehmen. Im Elsass vor dem Grenzübergang Iffezheim in Richtung Deutschland Grenzkontrollen 3 Kilometer Stau und vor dem Grenzübergang Breisach ebenfalls in Richtung Deutschland 2 Kilometer Stau. Alle Verkehrsinfos immer aktuell unter swr4.de und in der swr4-App. Mit Vanessa Mai und Sabine Gronau. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, am Samstag startet hier in SWR4 Baden-Württemberg die nächste Runde Hitmarathon. Die 50er Jahre hatten wir schon und letztes Wochenende die Schlagerhits von heute. In der neuesten Ausgabe geht es um Ihre Lieblingslieder der 80er Jahre. Ja, und da werden wir wahnsinnig schöne Lieder für Sie spielen. Wir haben zum Beispiel dieses hier schon mal vorbereitet. Kennst du? Na klar, Cora. Amsterdam. Ich habe geguckt, 1984. Hausaufgaben gemacht. Ja, großartig. Ja, die 80er Jahre, das war schon toll. Und ein paar Beispiele wollen wir gleich noch hören. Hier in SWR 4 Baden-Württemberg. SWR 4 Baden-Württemberg. Mit Vanessa Mai und Sabine Gronau. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Vanessa, seit Montag gibt es die Maskenpflicht in Baden-Württemberg. Wie kommst du mit klar? Ich habe meine natürlich dabei, ganz brav. Ich bin ehrlich, es ist natürlich schon ein ungewohntes Bild und es ist auch ein sehr ungewohntes Gefühl. Das war gestern beim Einkaufen schon komisch, auch alle so zu sehen, aber wir wissen ja alle, wofür wir es machen. Es ist wichtig und egal, ob man Lust drauf hat oder nicht, es ist wichtig für uns alle und deswegen sollten wir es tun. Und ich finde es auch wirklich schön, ich habe gestern mal meine Fans gebeten, Fotos zu schicken von den Masken und alle sind so kreativ und machen wirklich das Beste draus. Und das finde ich auch schön, dass man auch in so einer Situation einfach da sich was Schönes draus machen kann mit schön gestalteten Masken. Und ja, ich finde, also du trägst bunt. Ich trage sehr bunt, ja. Hier in SWR 4 Baden-Württemberg. Gleich 4:09 haben wir es. Vanessa Mai. Ja, wir haben einen Musikwunsch, den ich gerne erfüllen möchte. Ich freue mich nämlich sehr auf diesen Song. Keep Smiling. Keep Smiling. Den hat sich gewünscht, das absolute Gute-Laune-Lied und Lieblingslied von Christian Richard aus Mannheim ist das nämlich. Der schreibt, sehr geehrte Frau Gronau, sehr geehrte Frau Mai, das bist du, Vanessa. Obwohl das Wetter heute etwas trüber ist, strahlt aus meinem Radio die Sonne vor lauter guter Laune. Oh, guck mal. So, und jetzt keepen wir smiling. Also, wir werden jetzt lächeln. Vorsicht auf der B28 Reutlingen Richtung Bad Urach. Zwischen Reutlingen und Metzingen West liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Gute Fahrt. Liebe Vanessa, wir haben wieder Mails ins Studio bekommen. Lara zum Beispiel aus Kirchheim unter Tech, die macht Homeschooling und mittwochs macht ihr Spaß, weil dann nämlich du im Radio bist. Sie schaut uns auch gelegentlich von den Aufgaben hochschauend mal zu über die Videokamera hier über swr4.de. Oh, das ist schön, liebe Grüße. Und Lara schreibt, ich vermisse dich und hoffe, dass das Konzert im Oktober in Stuttgart stattfindet. Und dann haben wir noch eine Mail aus Schleswig-Holstein bekommen, aus Lübeck. Die Monja hat geschrieben, liebe Vanessa, findet im Herbst eine Tour statt, von wegen Corona-Krise. Vanessa, wie sieht's aus? Ja, also erstmal, ich vermisse euch alle auch wirklich wahnsinnig. Es wird immer doller. Zur Tour sage ich das Gleiche wie das letzte Mal. Ich versuche euch immer auf dem Laufenden zu halten, aber aktuell soll sie stattfinden. Allerdings wissen wir nicht, wie die Entwicklungen sein werden und die Sicherheit geht vor. Und vor allem stelle ich mir halt auch die Frage, wer geht so schnell wieder auf eine Veranstaltung, wo so viele Menschen sind? Ich möchte natürlich Autogramme geben, ich möchte alle in den Arm nehmen nach dem Konzert. Das geht dann wahrscheinlich so nicht oder eingeschränkt. Und das, so ein Kompromiss möchte ich eigentlich nicht gehen. Wenn, dann möchte ich wirklich voll Party machen und loslegen und unbeschwert mit den Menschen einen Abend verbringen. Fakt ist aber, ihr könnt fleißig die Tickets weiterkaufen, denn sie behalten ihre Gültigkeit, auch wenn die Tour verschoben werden sollte. Also früher oder später ist Vanessa Mai wieder die da Tour wird's auf der geben. Bühne. Ja. Und irgendwann darfst du auch wieder busseln. Oh ja, ja, oh Mann, ja. P und leb deinen Traum hier in SWR 4 Baden-Württemberg. Vanessa Mai, jetzt kommt unsere Fragerunde. Jetzt spielen wir einfach nochmal Moderatorin und Star. Oh. Du bist der Star. Oh, jetzt. Fällt die Anspannung ab. Nee, das kann ich. Erstmal möchte ich nochmal liebe Grüße übermitteln von Roland aus Grenzach-Wielen. Der schreibt, Hallöchen, ihr beiden. Könnt ihr mal in die Kamera winken? Und bitte. Ja, klar, machen wir. Winke. Machst du die andere, ich mach kurz. Die. Das ist nämlich über swr4.de, können Sie uns natürlich auch immer noch im Stream sehen.
Dann hat Dominik Bachert aus Philippsburg uns eine Frage für Vanessa Mai geschickt. Vanessa, bist du manchmal arrogant? Na klar. Entschuldigung. Spontan. Ja, also es ist ja eh immer so eine Sache, wie jemand dich sieht. Ich glaube, das ist überall so. Jeder hat eine Meinung zu einem. Für die einen ist man bodenständig und ganz sympathisch und die anderen finden dich halt blöd und gerne auch mal arrogant. Aber ich glaube schon, jeder hat mal seine Momente, wo man mal genervt ist oder schlecht drauf oder ja, dann wirkt es vielleicht auch mal arrogant oder manchmal ist es auch Schüchternheit und Unsicherheit, was dann auch meistens für viele arrogant wirkt. Also ja, ich bin eh jemand, ich urteile auch nicht gerne so schnell über jemanden. Wenn ich erstmal das Gefühl habe, oh, der ist aber arrogant, dann gucke ich noch mal ein bisschen hinter die Fassade und dann merke ich, war vielleicht doch Unsicherheit. Also Unsicherheit im Sinne von, dass man dann etwas sich zurücknimmt und das wirkt unnahbar auf die einen. Total, oder sich unwohl fühlt, aus welchem Grund auch immer, das schon, ja. Aber kapriziös im Sinne von, ich hätte jetzt gern Erdbeeren mit Sahne und auch ein bisschen Goldsprenkel drauf. So nein. Bist du überhaupt nicht. Nein, das gar nicht. Gar nicht erlebt. Nee, das gar nicht. Kein bisschen. Hier kommt noch eine Frage ins Studio. Manuel schreibt nämlich an Vanessa, wie schaffst du es, in der schweren Zeit jetzt positiv zu denken und zu sein? Ich habe das gelernt, dass ich grundsätzlich immer aus jeder schlechten Situation was Positives ziehen kann. Auch wenn was nicht absehbar ist, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt und wenn es für viele auch aussichtslos scheint. Alles hat seinen Grund und aus allem lernt man. Trotzdem ist es in so einer Situation, in der wir jetzt gerade sind, sehr, sehr schwierig, so zu denken. Aber ich glaube, wir rücken dann doch enger zusammen, auch trotz Maske und trotz Abstand, sind wir doch alle ein bisschen enger zusammengerückt. Und vieles verändert sich gerade. Und ich finde die Zeit doch sehr wertvoll, nachzudenken über alles, was da so passiert und warum es passiert. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr... Wie soll ich sagen? Die Zeit geht in die Geschichte ein, glaube ich, die wir gerade durchmachen. Wenn ich das richtig zusammenfasse, du siehst einmal, dass es vielleicht auch was Positives bringt und du guckst nach vorn. Auf jeden Fall. Und der Zusammenhalt halt von allen Menschen, das tut schon gut. Und natürlich meine Fans, natürlich. Man ist nicht allein. SWR4 Baden-Württemberg, einen wunderschönen guten Morgen. Wir schauen mal auf das Wetter mit Hartmut Mühlbauer. Bonjour, Hartmut. Bonjour. Bonjour. Sag mal, ich habe mir... Regen gewünscht für meine Blumen. Du hast es geliefert. Ich danke dir von Herzen. Was bringt der Tag heute? Ja, so ein bisschen Regen gibt's schon noch. Also das ist aber im Augenblick hauptsächlich in Oberschwaben der Fall. So vom Bodensee bis zur Donau und Iller und ins Allgäu rein. Da ist es im Augenblick recht nass. Das Ganze zieht nach Bayern weiter. Dann wird's auch am Nachmittag hier trocken sein. Dann haben wir so eine Mischung aus dicken Wolken, bisschen Sonne und nur noch einzelnen Schauern. Also die Nässe ist dann für heute zumindest mal durch. Es weht schwacher bis mäßiger, teils böiger Westwind. Und bei den Temperaturen sind wir ein bisschen kühler, 12 Grad sind das zum Beispiel auf der Laichinger Alb, bis 17 Grad im Raum Stuttgart und 19 Grad am Rhein. Und wie sieht es in den nächsten Tagen aus mit dem Gießen? Macht das der Himmel für uns oder selber gießen? Nein, das können wir dem Himmel überlassen. Da bleibt es doch jeden Tag in den nächsten 4 Tagen mal nass. Also das ist insgesamt schon eine wechselhafte Phase, auch für den Maifeiertag und das Wochenende mit Wolken, Schauern eben zwischendurch oder mal Regenfällen und nur ein bisschen Sonne. Es wird noch ein bisschen frischer, 10 bis 17 Grad und außerdem ist es recht windig. Okay. Ich weiß nicht, Maifeiertag, Frau Mai, würdest du den Maifeiertag gern feiern? Na, ich habe ja gehofft, dass mein Geburtstag ein bisschen warm und sonnig wird. Aber gut, ist okay. Okay, ist nicht so. Danke, Hart. Dankeschön. Vanessa, du hast am Samstag Geburtstag. Ne? Ja. Eigentlich hättest du dir strahlenden Sonnenschein gewünscht. Ach ja, aber das ist irgendwie seit ein paar Jahren ist das nicht mehr so. Früher war wirklich immer schön Wetter im Mai, aber jetzt ist der April doch ein bisschen schöner. Wie wirst du denn feiern eigentlich? Ach, ich weiß auch nicht so recht. Nicht groß auf jeden Fall. Aber ich freue mich. Mann und Hund sind auf jeden Fall da. Und die Maske im Zweifelsfall. Sichere Fahrt. Das Wetter. In Heidenheim haben wir es bedeckt bei 10 Grad. Überlingen bewölkt 9 Grad. Wertheim bedeckt 13 Grad. Und Singen bewölkt 9 Grad. Heute regnet es erstmal in Oberschwaben und im Allgäu noch öfter. Später lässt dann der Regen nach. Sonst wechseln sich Wolken und etwas Sonne ab. Hin und wieder gibt es kurze Regenschauer. Und die Temperaturen heute bei schwachem bis mäßigem, teils auch böigem Westwind. 12 Grad werden es im Allgäu bis 19 Grad am Oberrhein. Und so geht's weiter. Morgen und auch am Maifeiertag wechselhaft mit Wolken und Schauern. Nur ein ganz bisschen Sonnenschein bei höchstens 17 Grad und außerdem wird es sehr windig. SWR 4, Baden-Württemberg.
mit Vanessa Mai und Sabine Gronau. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, immer wenn Vanessa hier ist, telefonieren wir mit einem Promi. Vanessa, du kennst einen ganzen Schwung prominenter Menschen, oder? Ja, also man trifft sich tatsächlich ganz oft hinter der Bühne oder bei irgendwelchen TV-Aufzeichnungen oder Live-Shows. Ja, das ist immer ganz schön. Jetzt sprechen wir aber gleich mal mit einem Mann, den du noch nicht kennst, nämlich mit dem Sänger Markus. Oh ja, ich freue mich sehr drauf. Ja, ein Held der 80er und so machen wir es in rund 10 Minuten. SWR 4 Baden-Württemberg mit Vanessa Mai. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Das ist das Finale heute. Ja. Die dritte Sendung, dreimal Radio gemacht, Vanessa, jetzt für immer. Gerne, wenn ich wiederkommen darf. Also erstmal vielen lieben Dank an dich heute. Wirklich. Oh, gerne. Nein, ich finde wirklich, also wir haben das, ich finde wirklich, das war das erste Mal, nicht wirklich abgesprochen. Ich finde, wir haben das, wir können uns auch mal selber loben. Okay. Doch, komm, tu's. Das tut gut. Wir leben noch, um es mit Milch zu sagen. Noch. Wir leben noch. Und liebe Grüße an Jörg vor allem. Weiterhin gute Besserung. Ja, Jörg Assenheimer, der einen kaputten Fuß hat und hoffentlich bald wieder gesund ist und hier wieder seinen angestammten Platz bei SWR 4 Baden-Württemberg im Studio übernehmen kann. Vanessa, lass mich dir noch ein Kompliment ausrichten von Christine aus Kerpen, die schreibt, danke für die positive Energie, die du sendest. Ach, danke schön. Wir lieben dich alle sehr, schreibt Christina. Danke. Kann ich nur zurückgeben. Und Jörn aus den Niederlanden, aus Winterswijk, hat uns geschrieben, Grüße aus dem fernen Holland, auch da gibt's Fans. Und es ist schön, in den Tag zu starten mit dir, Vanessa, machst das super als Moderatorin. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Auch vielen Dank nochmal an das ganze Team hier. Ich fand es wirklich auch sehr mutig, mich hier in drei Shows reinzuschmeißen und nicht nur zu sagen, wir machen mal einen, guck mal, wie es läuft, sondern gleich zack, drei, los geht's. Du hast nichts kaputt gemacht. Es ist alles gut. Okay. Es läuft alles noch wunderbar. Es war schön, dich hier zu haben. Dankeschön. Also ich hoffe, es gibt ein Wiederhören mit dir. Bitte, und ein bitte. Wiedersehen dann im Livestream. Vanessa Mai, war mir eine Freude. Kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank und schönen Tag Ihnen allen. 8.22 Uhr, SWR 4 Baden-Württemberg, einen wunderschönen guten Morgen und ich muss so schmunzeln. Warum? Es ist herzerwärmend. Du hast ein ganz tolles Video, oder wir haben ein tolles Video bekommen. Ja, von zwei ganz, ganz goldigen, ganz zwei Mädels. Entzückend. Sind es zwei Mädels? Ich habe es nicht raushören können. Ich war so abgelenkt. Wollen wir mal kurz reinhören? Ja, bitte, das ist so schön. Guten Morgen, ich bin Ronja und ich bin Lulu Stockmeier. Wir sind aus Hirschhack und wir wünschen uns irgendein Lied von Feuerherz. Und wir finden eure Sendung ganz toll. Macht weiter so. Tschüss. Tschüss. Ist das nicht süß? Ganz süß. Vielen Dank, ihr zwei. Ja, und Feuerherz spielen wir natürlich gleich. Eine aus Millionen haben wir schon hier uns zurechtgelegt. Aber wir wollen mal insgesamt gucken, wie die SWR4-Hörerinnen und Hörer so reagieren. Bitte also gerne. Es schreiben viele Hörerinnen tatsächlich. Oh. Die sich freuen, dass Mädels am Mikrofon sind. Ja, Frauenpower. Zum Beispiel hat Anna Larissa Moritz aus Lörrach geschrieben, sie hat sich extra den Wecker gestellt, damit sie die Sendung nicht verpasst, ist ein riesiger Fan von Vanessa Mai und findet, Vanessa macht ihren Job als Co-Moderatorin sehr gut. Ja, danke schön. Jawohl. Der nette Mann hat uns geschrieben und hinten schreibt er auch, wie er heißt, nämlich Martin Döpfner. Der meint, mein Arbeitskollege Johannes Stieber möchte gern von Vanessa Musik hören, da er sie einfach super findet. Und er schaut die ganze Zeit in der Pause in euren Livestream. Ui, dann winken wir mal. Rüber in die Kamera. Sie können uns über swr4.de nämlich auch hier sehen, wie wir uns hier im Studio amüsieren. Mareike Pankratz aus Stuttgart hat auch geschrieben, Vanessa macht das echt gut, weiter so. Und generell, kaum andere Sängerinnen sind so bodenständig und normal wie Vanessa. Da sollen sich andere mal eine Scheibe von abschneiden, schreibt Mareike. Oh, das ist aber lieb. Vielen Dank. Ja, mein Munkel. Putz deine Wohnung auch noch selber. Ja, ich habe ja voll den Putzfimmel. Wissen alle mittlerweile. Ich rede nur darüber. Ich putze sehr, sehr gerne und sehr viel. Magst mal zu Besuch kommen? Ja, das höre ich jedes Mal. Okay. Von Birgit haben wir auch noch einen Gruß, die sich auch freut. Die fröhliche Moderation schreibt, sie füllt mein Herz. Oh, und das füllt unser Herz. Oh, Dankeschön. Durch, ne? Lob tut total gut. Und jetzt für alle Feuerherz-Fans und für die beiden herzigen Kids, die uns dieses süße Video geschickt haben, kommt jetzt Feuerherz mit Eine aus Millionen. Das war der ganz neue, noch nicht mal veröffentlichte Song von Markus, Blutjunge Herzen, und lief zum ersten Mal im Radio. Wow. Markus kennen wir natürlich alle, einer der musikalischen Stars der 80er Jahre. Und den haben wir jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Markus. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, ihr beiden. Ja. Mensch, Blutjunge Herzen, danke, dass wir das schön spielen durften.
Ja, ist ja, vielen Dank, dass ihr es gespielt habt. Es ist ja quasi dann eine Weltpremiere heute bei SWR 4. Oh, sozusagen. Wir fühlen uns sehr geehrt. Ja. Es war ein weiter Weg von der Neuen Deutschen Welle bis heute. Also jetzt mal die Jahre gerechnet, aber der Rhythmus ist immer noch da. Das war eben sehr tanzbar. Ja, danke. Also der Song ist so entstanden im letzten Herbst mit dem Erich Oechsler zusammen. Und wir saßen so beisammen, haben so über Themen gesprochen, die mal so möglich wären. Und da kam es, damals war ein großes Thema zum Beispiel, oder es ist ja heute auch noch, diese ganze Jugendbewegung damals zum Klimaschutz, Fridays for Future. Und wir haben so ein bisschen über die, was junge Leute dann bewegt und auch, dass man manchmal Orientierung finden muss und sich finden muss, selber finden muss und so. Jetzt haben uns die Ereignisse eingeholt. Jetzt ist es eine neue Krise und irgendwo sind wir jetzt alle junge Herzen. Also alle haben jetzt dieses Chaos und müssen damit klarkommen. Also insofern passt das schon fast in die Zeit jetzt, also prophetisch geschrieben, ja. Sehr schöne Message. Ich habe eigentlich noch eine andere Frage, die brennt mir auch auf dem Herzen, aber weil du gerade Erich Oechsler gesagt hast, liebe Grüße, die Branche ist so klein und der hat echt so ein gutes Gespür für Songs, Mensch, der Erich. Ja, den kennst du auch, ja. Ja, den kenne ich auch, toll. Ja. Ich habe eine Frage, also gerade ich als Social Media Kind der heutigen Zeit, würdest du gerne mal zurück in die 80er wieder? Ich habe irgendwie das Gefühl, da war irgendwie alles anders und es war ein ganz anderer Zauber noch. Ist das so oder erklär mal? Auch natürlich, also natürlich, klar, ich bin ja ein Kind der 80er und für mich enge Hosen, sage ich mal, oder Schulterpolster oder eine gepflegte Fukuhila, das finde ich heute immer noch ganz gut, ja. Also das könnte auch mal gerne wiederkommen. Also was natürlich, sagen wir mal, die Mode war eigentlich ein bisschen outstanding, aber die Musik der 80er, ja, die ist irgendwie immer noch ein bisschen präsent und viele kennen ja auch die Titel noch aus dieser Zeit. Übrigens habe ich bei dem Titel auch mal, hat mich dann der Erich animiert und hat gesagt, jetzt sing doch mal wie früher, jetzt mach doch mal so diesen typischen Sound. Also ich dachte jetzt schon, dass ich den überwunden hätte. Und dann haben wir so ein bisschen im Studio rumgearbeitet und ich habe versucht, so im Stil von Ich will Spaß. Also das ist jetzt so eine Mischung zwischen heute, dem, der schon über die Pubertät hinaus ist und über den Stimmbruch und damals, das sollte so eine Mischung sein, der Gesangsstil von diesem Stück jetzt. Ja. Ich finde es aber toll, ist dir gelungen. Ich meine, die 80er kommen ja gerade voll zurück, also auch was Musik angeht. Da bist du ja voll ganz weit vorne damit. Echt cool, wirklich. Ja gut, da muss er natürlich in der Zeit bleiben und jede Generation hat natürlich auch ihre eigene Musik und macht ihren eigenen Sound und so. Aber ich bin ja jetzt schon so ein altes Schlachtpferd, was schon viele Jahre unterwegs ist, aber mir gefallen die neuen Sachen, ja, und zum Beispiel Steinmusik finde ich auch ganz toll, also jetzt ohne zu schmeicheln, also wir waren jetzt gerade auf einer Fahrt gewesen mit so einem Schiff und dann lief Wolke 7 und das war also der absolute Burner da in dieser Diskothek. Also ich an der Stelle würde ich mal ein Duett vorschlagen. Ich habe gerade, hat er mich gemeint? Ach, ja, toll, natürlich, danke. Hat er dich gemeint. Mich hat er nicht gemeint. Ja, Mensch, Markus, du wirst sicherlich am Samstag bei uns im Hitmarathon auch eine tragende Rolle spielen, weil mit den Hits Kleine Taschenlampe brennen und Ich will Spaß, würde mich extremst wundern, wenn die nicht unter den Lieblings 44 Hits der SWR4-Hörer landen. Ja, das würde mich natürlich sehr freuen und ehren, ja. Ja, wir freuen uns, dass du Zeit für uns hattest. Noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank dir und ganz, ganz viel Erfolg. Ja, okay, ebenso, ja. Ciao. Alles Gute für euch. Tschüss, danke, tschüss. Ciao. Und wer Lust hat, die Schlager auszuwählen und die Hits der 80er Jahre für den Hitmarathon am Samstag von 13 bis 17 Uhr, würden hier die 80er wieder aufleben, einfach mal reinklicken auf swr4.de und da können Sie in Ihre 4 Lieblingshits bestimmen und haben gleichzeitig noch die Chance, eins der 4 Digitalradios zu gewinnen. Und jetzt haben wir schon fast Tschüss gesagt, aber jetzt haben wir noch einmal Vanessa noch mal Verkehr lesen. Vorsicht auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim, im Wernheimer Kreuz auf der Überleitung zur A659 in Richtung Wernheim liegen mehrere Holzbalken. Jetzt aber, liebe Vanessa, schön, dass du da warst. Dankeschön, tschüss.